Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Beim letzten Mal haben wir gerade die vierte Episode gestartet und Phoenix ist mit einem kleinen Knüller um die Ecke gekommen. Seine geheime Mission bestand irgendwie daraus, ein neues System, ein neues Rechtsprechungssystems irgendwie in die Wege zu leiten, das Geschworenensystem. Soll irgendwie die Welt des Gerichts revolutionieren, eventuell vorher, bevor das Ganze aber tatsächlich eventuell irgendwann in Zukunft in die Tat umgesetzt wird, soll erstmal ausprobiert werden, ob das tatsächlich gut ist oder auch nicht oder wie auch immer. Und Apollo wurde einfach mal auserkoren, der Pflichtverteidiger zu sein in dem Fall. Und ja, jetzt haben wir schon rausgehört, der Prozess selber ist aber eigentlich gar nicht so richtig ein Probeprozess. Es ist schon ein echter Prozess mit einem echten Fall und einem echten Mandanten, der momentan in der Strafanstalt vor sich hin vegetiert. Und weil wir jetzt schon doch so ein ganz klein bisschen angefixt sind und einfach mal mitmachen bei der ganzen Geschichte, gehen wir jetzt als nächstes auch in die Strafanstalt, würde ich sagen, und dann unterhalten wir uns einfach mal mit unserem Mandanten. Wenngleich Phoenix ja schon gesagt hat, dass sich das eventuell als ein bisschen schwierig herausstellen könnte. 7. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Wir warten hier jetzt schon 20 Minuten! 20 Minuten! Vielleicht sollte ich mich mal beschweren. Die Wache hat sicher Besseres zu tun, als da rumzustehen und uns zu ignorieren. In dem Moment, in dem wir uns aufregen, taucht die Mandantin auf. So ist das immer. Wie wenn man Hallo Kellner ruft und der steht direkt hinter dir? Hallo, Herr Wachmann. Dauert es noch sehr lange mit unserer Mandantin? Wovon reden Sie da? Hat Ihre Besprechung nicht schon lange begonnen? Was? Wo kommen Sie denn her? Also, egal. Setzen Sie sich doch bitte. Ich bin nervös, Apollo. Das kommt vom Schweigen. Das macht einen immer ganz verrückt. Du könntest doch was dagegen unternehmen, Trucy. Du bist doch hier die Zauberin, oder? Stimmt. Okay. Ich bin der unglaubliche Herr Hut. Sie ist ohnmächtig geworden. Fräulein Zauberunterwäsche wäre vielleicht besser gewesen. Es sind Zauberhöschen, Apollo. Super. Okay, sie hat sich zum Glück schnell wieder berappelt. Aber wer ist dieses verschüchtert, unschuldig dreinblickende junge Mädchen, bitteschön, die so eine Art Zeichenblock oder irgendwie sowas in den Armen fest umklammert hält? Das sieht jetzt nicht gerade wie die klassische Mörderin aus. Aber, nun gut, das muss ja nichts heißen. Okay, versuchen wir es erstmal mit Vorstellung. Hallo. Also, ich bin Ihr Anwalt. Ich denke, das ist Schicksal, wissen Sie? Und mit Schicksal meine ich Vorsehung. Wussten Sie, dass ich ein guter Astrologe bin? Welches Sternzeichen sind Sie? Wenn du möchtest, sag ich dir meins, Apollo. Nein, schon gut. Ich habe mich wohl gerade etwas hinreißen lassen. Irgendwie bekomme immer ich die schwierigen Mandanten. Warum ist das nur so? Also, wie heißen Sie? Oh, stimmt. Ich sollte mich wohl zuerst vorstellen. Ich heiße Apollo. Apollo Justice. Und ich bin Trucy Wright. Ich weiß. Das bringt uns alles nicht weiter. Okay. Läuft nicht gerade erfolgreich bis hierhin. Hey, ich weiß. Können Sie uns vielleicht sagen, was passiert ist? Immerhin bin ich Ihr Anwalt. Ist in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches passiert?
Mich hat neulich ein Tourist nach dem Weg gefragt. Später, Trucy. Ich würde gerade auch gern jemanden nach dem Weg fragen. Tja, das war ja ganz schön unergiebig. Immerhin weiß ich jetzt, wie sich echte Verzweiflung anfühlt. Gut gemacht, Apollo. Guck mal, sie macht ihre Nägel. Was? Sind jetzt etwa schon Nägel wichtiger als Anwälte? Ist es schon so weit gekommen? Ich finde dieses Vorschaubild unglaublich irritierend. Das sieht irgendwie aus wie so eine Art, ja weiß ich nicht, wie so ein Handschuh von einem Ballkleid oder so, der irgendwie aufrecht steht. Tatsächlich ist es aber was anderes. Ich glaube, das wird irgendwann später aber nochmal ausführlicher gesagt, was es ist. An der Stelle dürft ihr selber spekulieren, nach was das eventuell noch aussehen könnte. In jedem Fall, ja, sie macht jetzt ihre Nägel. Aha. Lass uns gehen, Trucy. Entschuldigung. Könnten Sie das hier bitte lesen? Sicher? Ich fühle mich wie ein Teenager beim ersten Date. Das muss der Liebesbrief sein, den wir unter der Schulbank getauscht haben. Lass den schmachtenden Blick und lies endlich, Apollo. Das ist eine Visitenkarte mit Name und Adresse. Der Name ist Vera Misham und die Adresse ist vom Studio Drew. Veras Visitenkarte zur Gerichtsakte hinzugefügt. Und sie geben mir diese Karte, weil... Tja, sieht aus, als wäre es das hier gewesen. Ob das Studio Drew wohl der Tatort ist? Lass es uns herausfinden. Wir können ja sowieso nichts anderes tun. Gut, können wir zwischenzeitlich... Moment, Gerichtsakte. Veras Visitenkarte. Visitenkarte der Angeklagten. Die Adresse des Studio Drew steht auf der Vorderseite. Und was steht auf der Rückseite? Was für eine hübsche Visitenkarte. Sieht fast wie eine Postkarte aus. Und auf der Rückseite? Nur ihr Name. Das kommt mir komisch vor. Hä? Was denn? Warum sollte der Name auf der Vorder- und Rückseite stehen? Warum nicht die Rückseite für ein Bild von sich selbst nutzen? Oder eine Karikatur? Dann würden sich die Leute auch merken, wie du aussiehst. Eigentlich keine schlechte Idee. Gib mir mal eine deiner Karten, Apollo. Sie malt etwas. Hey, so sehr steht mir mein Haar auch wieder nicht zu Berge. So viel zur Karikatur. Aber nun gut. Bei den Profilen, genau, wir haben Phoenix, wir haben Trucy und wir haben Vera Mission. Anscheinend meine Mandantin. Ich weiß nichts über sie, außer Name und Adresse. Und sie ist immerhin 19 Jahre alt, auch das wissen wir. Damit nur unwesentlich älter eigentlich irgendwie als Trucy, aber immerhin schon volljährig. Das heißt, vermutlich kann sie voll und ganz belangt werden für was auch immer sie getan haben mag. Und ja, dann gehen wir jetzt halt mal rüber zum Studio Drew, würde ich sagen. 7. Oktober, Studio Drew. Wow, das sieht ja aus wie ein richtiges Studio. Das ist, als ob das Leben die Kunst nachahmt. Oder vielleicht andersherum. Das Band da auf dem Boden, das stört ein bisschen. Sieht aus, als hätten wir den Tatort gefunden. Apollo, sieh dir die vielen Gemälde an. Hey, nicht anfassen. Schon okay, ich sehe sie mir nur an. Huch, Apollo, sieh dir dieses Gemälde an. Sieht halbfertig aus. Die Rohskizze darunter ist immer noch zu sehen. Aber das ist seltsam. Die Rohskizze passt nicht zum Rest des Gemäldes. Ja, das stimmt. Das ist seltsam.
Drew Mishams Gemälde zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die Gemälde haben außerdem verschiedene Stilrichtungen. Ah, ich dachte mir schon, dass ihr beide hier zu finden seid. Emma! Lange nicht gesehen! Oh. Mir kommt es so vor, als würden wir uns viel zu oft begegnen. Ich wette, ich weiß auch, warum ihr hier seid. Du weißt von der morgigen Prozesssimulation? Ich hab davon gehört, sicher. Herr Wright hat also dich ausgewählt, wie? Wir wissen nicht einmal, worum es bei diesem Fall geht. Nun, er wurde umgebracht. Der Künstler, dem dieses Studio gehörte. Herr Drew Mishams. Mishams. Und seine Tochter wurde verhaftet. Ja, wir haben sie gerade in der Strafanstalt gesehen. Das war irgendwie seltsam. Sie wirkte eher wie ein Opfer und nicht wie jemand, der einen Mord begehen könnte. Was du nicht sagst. Nicht einmal durch Vergiften? Weißt du, das war hier nämlich der Fall. Vergiften ist eine Methode, die häufig von weiblichen Tätern angewendet wird. Vergiften? Wie auch immer, Herr Wright sagte mir, dass ihr kommen würdet. Ihr könnt euch gern umsehen. Ich bin dort drüben, mit meinen Snackos. Wir dürfen diesmal mit keinem reden, der mit dem Fall zu tun hat. Was bedeutet, dass wir so viel wie möglich hier am Tatort rausfinden sollten. Oder sonst wie. Ja, wir sollen mit so wenig Leuten wie möglich reden, aber ich würde sagen, bevor wir tatsächlich anfangen zu untersuchen, reden wir erst einmal mit Emma und gehen die Palette hier mal so durch. Also, dieser Drew Mishams war eine Art Künstler? Offensichtlich. Er machte viele Illustrationen für Bücher, soweit ich weiß. Er hatte auch viele weibliche Fans, wenn du mich fragst. Oh, ja, seine Sachen sind ziemlich gut. Dieses Ölgemälde da drüben zum Beispiel. Ja. Das war übrigens keine seiner Illustrationen. Wie? War es etwa ein einzelnes Gemälde oder so? Meint sie das? Er war ein komischer Kauz, dieser Mishams. Keinem hat er sein Gesicht gezeigt bis zum Schluss. Was meinst du mit keinem? Er hat sich hier im Studio anscheinend eingeschlossen. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt? Waren Briefe, die er in den Briefkasten dort gesteckt hat. Briefe? Schreiben manche Leute tatsächlich noch Briefe? Was willst du denn damit sagen, Apollo? Ich meine, wann hast du das letzte Mal einen richtigen Brief geschrieben? Nutzen die meisten Leute denn nicht E-Mails und sowas? Nicht Herr Mishams. Wie es aussieht, konnte er Technik nicht ausstehen. Er erledigte alles per Post. Vielleicht dachte er, das sei der künstlerische Weg, weißt du? Briefkasten zur Gerichtsakte hinzugefügt. Jedenfalls war die einzige Person, die außer ihm hier Zutritt hatte, seine Tochter Vera. Oh, du meinst die Mörderin. Die Verdächtige, bitte. Wir haben natürlich einige Fingerabdrücke genommen. Wir haben hauptsächlich nur Abdrücke von Herrn Mishams und von Vera gefunden. Hauptsächlich? Ja, denn gestern Abend gab Herr Mishams zum ersten Mal einem Reporter ein Interview. Anscheinend ist es während des Interviews geschehen. Sein erstes Interview überhaupt? Kannst du uns noch mehr darüber erzählen, was in der Mordnacht alles passiert ist? Kann sie mit Sicherheit. Aber erstmal reden wir noch kurz über die Angeklagte. Also, diese Frau, Vera, ist Herrn Mishams Tochter? Yep. Ein wirklich kränkliches Mädchen, seit sie klein war. Sie ging kaum nach draußen. Sie strahlte irgendwie eine Aura der Zurückgezogenheit aus. Sie wurde von ihrem Vater zu Hause unterrichtet, wie es scheint. Es gab eine ziemliche Szene, als sie zur Strafanstalt gebracht wurde. Sie schrie und tobte, sie würde sterben, wenn sie nach draußen gebracht würde. Das hört sich nach einer wirklichen Szene an. Letztendlich willigte sie ein, als ihr erlaubt wurde, ihren Glücksbringer mitzunehmen.
ihren Glücksbringer? Anscheinend gab ihr der Glücksbringer den Mut, nach draußen zu gehen. Warum habe ich eigentlich keine normalen Mandanten? Aber warum sollte die eingesperrte Tochter ihren eigenen Vater ermorden? Naja, wenn du die Frage so formulierst, dann fallen mir da irgendwie aus dem Stegreif jede Menge Gründe ein, aber nun gut. Ohne jetzt die Familienlage genau zu kennen. Sieh mich nicht so an. Also das Gift. Es wurde in seinem Kaffee gefunden, oder? Nein, nicht ganz. Nicht ganz? Was soll das heißen? Ich denke, das heißt, sieh selber nach. Gucken wir uns gleich an. So, die Nacht des Verbrechens. Wie ich schon sagte, gestern Abend kam zum ersten Mal jemand von draußen in dieses Studio herein. Geheimnisvolle Maler, die sich nie zeigen, geben wohl eine gute Story ab. Und er starb zufällig an dem Abend, als er sein erstes Interview gab? Jeden Abend gegen 21 Uhr machte Vera ihm einen Becher Kaffee. Gestern trank er seinen Kaffee und plötzlich ging es ihm sehr schlecht. Und er starb? Sie vergiftete ihn am Abend des Interviews? Hätte das der Reporter nicht gesehen? Er befand sich nicht in Herrn Mishams Nähe, als sie den Kaffee brachte. Er untersuchte einige Dinge im hinteren Teil des Raums. Angeblich hat sie ihn deshalb nicht bemerkt. Es war der Reporter, der die Polizei gerufen hat. Warte, aber warum wird sie überhaupt verdächtigt? Wenn hier jemand verdächtig ist, dann doch der Reporter. Aber der Reporter befand sich nie in der Nähe von Herrn Mishams Kaffee. Sogar Vera hat es zugegeben. Trotzdem möchte ich mehr über diesen Reporter erfahren. Der Typ scheint wichtig zu sein, gut. Aber jetzt für den Moment kriegen wir aus Emma, glaube ich, nichts weiter heraus, weshalb wir jetzt mal anfangen sollten, den Tatort zu untersuchen. Wir haben jetzt eben gerade schon gesehen, es gibt auch einen zweiten Teil des Raumes, also der Raum scheint relativ groß zu sein. Für jemanden, der übrigens nicht so viel mit Technik anzufangen weiß, sieht es hier hinten relativ technisch aus, aber gut, dazu kommen wir dann später nochmal. Was haben wir denn alles hier? Wir haben, halt den Briefkasten, ne? Der Briefkasten da im Inneren des Raumes sieht einfach lustig aus. Lass uns mal reinsehen. Leer. Dieser Briefkasten ist mit der Außenseite des Studios verbunden. Herr Misham hat seine Briefe hier reingelegt. Und der Postbote hat sie mitgenommen. Beeindruckend, dass heutzutage noch jemand Briefe schreibt. Oder besser gesagt, schrieb. Ja, wieder eine Person weniger auf der Welt, die Briefe schreibt. Das ist nicht in Ordnung. Auf gar keinen Fall. So, was haben wir? Hier hinten haben wir was. Hinter dem Regal. Also hinter dem Schrank. Schränkchen. Hey, da hinten ist ein Gemälde versteckt worden. Hey, du hast recht. Und wenn es ein peinliches Gemälde ist, das niemand sehen soll? Dir gefällt diese Idee offensichtlich. Huch, es ist so gewöhnlich. Nichts, worüber man sich aufregen müsste. Huch, was ist Apollo? Nun, sieht dieses Gemälde nicht aus wie... Na egal. Ich hole hier lieber eine professionelle Meinung ein. Verstecktes Gemälde zu Gerichtsakten hinzugefügt. Naja gut, was man jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen gesehen hat. Dieses Landschaftsbild und dieses versteckte Gemälde, die haben irgendwie ein paar frappierende Ähnlichkeiten. So was die Grundstruktur angeht. Das eine ist halt noch nicht fertig. Irgendwie strange, aber nun gut. So, und was haben wir hier noch? Wir haben halt den Tisch, ne? Das ist die Tasse für Besucher. Besucher? Hat die Polizei diese Tasse bereits analysiert? An der Tasse sind keine Spuren von Gift gefunden worden. Also hat es der Mörder nur auf Drew Mishram abgesehen. Gut. Und hier haben wir halt den eigentlichen Tatbecher.
Ah, das ist der Kaffeebecher des Opfers. Aha, das Gift war also da drin. Das ist das erste Mal, dass ich einen Becher mit echtem vergifteten Kaffee sehe. Das will ich doch hoffen. Vergifteter Kaffee? Eigentlich nicht ganz. Was meinst du damit? Im Kaffee wurden keine Spuren von Gift gefunden. Was? Den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Denn offiziell stehe ich ja nach wie vor nicht auf eurer Seite. Die stellt sich aber auch jedes Mal immer wieder an. Mein Gott, wir haben mittlerweile schon so gut zusammengearbeitet. Kaffeebecher zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja gut, gucken wir uns dann auch beim nächsten Mal genauer an, würde ich sagen. Genauso wie den restlichen Raum. Da sind noch so 1, 2, 3 Dutzend Sachen, die relativ interessant aussehen. Für den Moment machen wir jetzt an der Stelle hier aber eine Pause und setzen das Abenteuer beim nächsten Mal fort. Ich sage jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.